Ich bin Gabriela Baumann-Vonnagh, Autorin und Verlegerin vom Wörthersee Verlag. Ursprünglich habe ich Arzthelfin gelernt, habe dann geheiratet und Kind bekommen. Und eigentlich mit dem Kind habe ich angefangen zu schreiben. Zuerst für Zeitungen, dann für Zeitschriften und immer über Menschen. Mich hat immer der Mensch interessiert. Und manchmal war es ein bisschen schade, dass ich für einen Porträt von einem Menschen nur 3'000-4'000 Zeichen hatte. Ich wollte mehr schreiben über die Leute. Sie haben mich gedacht, das wäre ein Buch wert. Ich bin dann zu der Lotti Latrus, die Schweizerin, die der Elfenbeinküste ein Hilfswerk gegründet hat, gereist und habe das Buch geschrieben, Lotti LaBlanche, eine Schweizerin in den Elendsvierteln von Abidjan. Das ist ein Bestseller geworden. Das war aber nicht der Grund, warum ich gefunden habe, es brauche ein zweites Buch. Der Grund war eigentlich der, dass ich nochmal runterreisen wollte. Ich habe Heimweg nach der Elfenbeinküste. Ich bin runter. Ich bin zurückgekommen, habe das zweite Buch geschrieben, Madame Lotte, im Slum von Abidjan zählt nur die Liebe. Und habe das dem Verlag, das erste Buch verleiht hat, angeboten. Die haben das wollen, aber nicht gerade sofort, sondern in 2-3 Jahren. Und ich habe gefunden, wenn sie jetzt nicht sofort wollen, dann verlege ich es selber, dann nachher gründe ich einen eigenen Verlag. Weil ich habe gewusst, es muss jetzt rauskommen. Das Buch ist ein Bestseller geworden wieder. Die Lotte ist zur Schweizerin des Jahres 2004 geworden. Und der Wörthersee Verlag ist geboren gewesen. Es hat einen Mutanfall gebraucht, das zu machen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten 7 Jahre, hat sich der Mut gelohnt. Und zwar nicht jetzt einfach nur finanziell, aber es hat sich gelohnt emotional. Ich tue Bücher verlegen, 5 im Jahr, von Leuten, die eine Geschichte haben, die unter das Motto passen. Es ist vieles möglich im Leben, wenn man glauben an sich und die Machbarkeit der Dinge nicht verliert. Und dass es so weit gekommen ist, an dem ist ein Spatz geschuld, weil der hat mir in einem Strassencafé, wo ich gesagt habe, dann mache ich den Verlag halt selber und verlege das Buch selber. In dem Moment hat er mir auf den Kopf geschissen. Und ich habe gewusst, mehr Zeichen von oben kriege ich nie mehr.